Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren NBA 2K25 News Video. Wir haben vorhin die Sache mit dem Auktionshaus geklärt und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Triple Threat Park. Triple Threat kennt jeder, der NBA 2K My Team schon gespielt hat. Das ist dieser 3 gegen 3 Modus, entweder normales Triple Threat offline, du mit 3 Spielern gegen den CPU, online Triple Threat, du mit 3 Spielern gegen jemand anderen, der 3 Spieler steuert, oder Triple Threat Co-op, du suchst dir einen Spieler aus, gehst mit 2 Freunden in den Modus rein und spielst gegen andere 3 Leute, die jeweils ihren Spieler ausgesucht haben. So weit, so gut. Wir sind jetzt in einem Parkmodus gelandet, und zwar in einem Park, der bei der Community richtig beliebt gewesen ist. Ich bin kein MyCareer und kein Parkplayer, deshalb habe ich den Hype nicht so gefühlt wie die meisten Leute. Ich glaube, Rivet City ist das. Es gibt 9 Courts. Davon sind, da gibt es eine Liste, 2 Courts davon sind ein random Mitspieler-Court, das heißt, wenn du alleine gehst und du hast keine Mitspieler, keine Party, dann gehst du da rein und guckst, dass du dir da deinen Mitspieler besorgst, also so random Rack-mäßig. Es gibt 4 davon, die Two-Player 3 gegen 3 sind, das heißt, du und jemand anderes spielen gegeneinander, jeder hat seine 3 Spieler, die er steuert, und dann gibt es 5 Courts, wo 6 Leute 3 gegen 3 spielen, das heißt, das ist Co-op, wo jeder seinen eigenen Spieler steuert. Also das sind diese 9 Courts. Sind das 9 Courts? Ja, müsste, oder? 5, 4, 2, das sind 10. Oder? Scheiße. Egal. Es hat sich an sich nicht viel geändert, außer dass du, wenn du von Triple Threat 1 gegen 1 auf Triple Threat Co-op wechseln möchtest, auf Random Rack, du musst nicht zurück ins Menü, du kannst einfach im Spiel drin bleiben und bleibst im Park drin und läufst nur von einem Court zum anderen. Das ist ganz cool. Und du kannst das sogar eventuell so machen, dass du deine Freunde dazu einlädst und dann da rumläufst und dann in den 6 gegen 6 Court gehst. Du kannst Rewards sammeln, du kannst Rewards bekommen, entweder für deinen Fortschritt in der Season oder für Winstreaks. Winstreaks ist im Park immer eine ganz große Sache. Je höher deine Winstreak, desto höher die Belohnung. Ob die Belohnungen geil sind, das werden wir dann erst sehen, wenn das Game draußen ist. Aber an sich ist das auch erstmal eine gute Sache. Im Triple Threat Park wirst du natürlich mit deinem MyPlayer rumlaufen. Da wirst du gesehen, das bedeutet, du kannst deine ganzen Erfolge, die werden in einer Badge gezeigt oder die werden über dir, unter dir, wo auch immer aufblinken. Du kannst ein bisschen angeben, was für ein guter 2K-Spieler du bist. Und zu guter Letzt kann man in dem Triple Threat Park einen Showcase-Spot gewinnen. Was ist Showcase? Ihr seht es hier in diesem Video, hier ist so eine Leinwand aufgezeigt. In dieser Leinwand zieht gerade jemand einen 90er Nikola Jokic. Das heißt, wenn du ein Showcase gerade bist, dann wirst du auf dieser Leinwand gezeigt, wenn jemand zum Beispiel gerade irgendwas zieht. Finde ich an sich irgendwie ganz cool, dass da individuelle Sachen gezeigt werden. Auf der anderen Seite hier schon der erste riesengroße Kritikpunkt und das Spiel ist noch nicht mal draußen. Wenn hier immer irgendjemand gezeigt wird, der Packs zieht und am besten noch irgendwas Geiles zieht, wie jetzt hier so 90er Nikola Jokic am Anfang, den würde wahrscheinlich jeder nehmen, wirst du natürlich wieder verleitet, angefixt, beworben, selber mal ein Pack aufzumachen. Wenn du keine MTs hast oder keine MTs ausgeben willst, musst du das mit VCs machen, die kosten echtes Geld und das ist natürlich wieder Glücksspiel. Ich weiß nicht, was das sein soll. Also das ist, glaube ich, wirklich nur so eine psychologische Sache, wo 2K dafür sorgen will, dass Leute, die gerade nicht an Packs denken, an Packs denken. Es wird Tage geben, wo Double Rack Rap verdient werden kann. Ja, ich bin durch diesen Triple Threat Park noch nicht so ganz durchgestiegen. Ich glaube, ich werde damit auch, wenn es dann draußen ist, nicht so richtig warm werden, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich war jetzt letztes Jahr nicht der größte Triple Threat Spieler, geschweige denn Triple Threat Co-op Spieler. Das hat mir schon Spaß gemacht, aber ich finde es immer so, ja, da musst du dich mit Leuten dann treffen und dann müsst ihr zusammen spielen und der eine hat vielleicht eine schlechte Connection oder so. Finde ich immer so ein bisschen doof, deswegen habe ich das nie so oft gespielt. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Triple Threat Park in die Kommentare. Wenn ihr jetzt auch noch nicht so ganz verstanden habt, worum es sich dabei handelt, dann guckt mal in die Videobeschreibung in den Courtside Report. Lest euch das mal durch und sagt mir dann mal, wie ihr das Ganze findet. Ich finde, für ganz normale Zocker, die einfach nur ballern wollen, gehst du dahin, spielst dein Triple Threat online, spielst dein Koop mit deinen Kumpels und dann war es das auch. Diese ganze Leinwand, das Rumlaufen und so weiter, das juckt mich eigentlich gar nicht. Und deswegen, ja, ist das eine Änderung, die ich jetzt nicht so feiere, aber ich nehme sie mal so hin. Hoffentlich ist die Connection gut, weil das Ding kann auch von der City betreten werden. Nicht, dass das irgendwas mit den Servern macht. Wenn man von einem Modus direkt in den nächsten hüpft, keine Ahnung, das ist 2K-Server, kann immer scheiße sein. Also wenn ihr mehr News zu NBA 2K25 sehen wollt,
dann guckt euch auch dieses Video an oder abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus. Bye, bye.